So, Freunde der Schießprügel, weiter geht es mit Kizzle und Shadowfall. Wir haben das letzte Mal hier aufgehört, in den Trümmern dieser Stadt. Und ich sehe nicht, von wo auf mich geschossen wird oder wer auf mich schießt. Hier schießt irgendwie jeder. Ich habe keine Übersicht da vorne. Mein Scharfschützen, wo denn? Hä? Von irgendwo rechts. Da vorne. Ist das der da oben? Ach so, ich kann auch hier. Eine Drohne einsetzen. Schutzschild. Irgendwas schießen die noch. Da oben. Vom Henker. Sieht halt alles so gleich aus. Ich sehe halt einen Scheiß. Geh einfach. Da oben. Jetzt sehe ich ihn besser. Geil, ich bin gleich tot. Ja. Alter, wo kann ich mich denn mal in Sicherheit bringen? Was ist denn hier los? Was sind denn die Pisser? Okay, noch mehr das. Sichern Sie den Platz. Habe ich das jetzt? Oder lebt hier noch jemand? Kann es nicht genau sagen. Dürften doch alle gewesen sein, oder nicht? Hier bin ich im Weg rum, Digga. Ist da jetzt in dem Gebäude noch jemand oder nicht? I don't know. Guck mal auch, ob nicht noch irgendwo einer da oben steht, aber... Ich glaube nicht. Ja, nun. Da ist noch einer. Ach du meine Fresse, woher soll ich denn das wissen? Er rennt weg.
Okay, jetzt kann ich rein. Lieber so. Oh Gott. Deck die mit Flankenfeuer ein. Unmittelbar vor dir, mein Freund. Das ist was anderes. Aber kaum noch Munition für die Knarre. Hörten sie die Terroristen aus. Okay, ich muss noch eine Ebene tiefer. Zwei Schuss noch. Mist. Von wo kriege ich denn als Schaden reingedrückt? Eine Fresse. Okay, Adrenalin. Sie hell, aber passt schon. Da unten sind auch noch welche. Okay, ich brauche unbedingt eine andere Waffe. Los jetzt, drück zu deiner Position vor. Hä? Okay, das explodiert nicht. Gott, wie die einfach nicht sterben wollen. Wow. Moin. Guten Tag. Okay, ich bräuchte noch eine Zweitwaffe, weil meine Waffen sind leer. Aber er nimmt immer die Zweitwaffe, weil die andere ist wahrscheinlich die Hauptwaffe, die ich habe. Und die geht niemals aus meinem Inventar. Also verschwindet niemals. Kann die nicht ablegen. Du lebst doch noch. Erzähl nichts. Nee, er ist tot. Oh boy. Gut. Hacken. Shadow 1-8, hier spricht Pulsar. 1-8, hört! Bist du okay? Jawohl. Schön, deine Stimme zu hören. Ich bin gerade rein, als die Explosion hochging. Warst du vor Ort? Direkt draußen. Mann, war das knapp. Wie ist die Lage? Der Hauptrechner ist hin. Die Lage ist nicht gut. Die Lage ist definitiv nicht gut. Angegriffen. Ich brauche dich jetzt hier oben. Verstanden. Unterwegs. Wechsel auf Tech 1. Ich muss kurz mal ganz, ganz fix was gucken. Gut. So, kann weitergehen. Da muss ich lang. Wait. Wait, what? Oh.
Okay, wir müssen Munition aufsammeln. Bonny Sean. Machen Sie Meldung bei Sinclair. Openness. Wow. Der gehört zu uns. Ich bin's nur. Sinclair ist draußen. Er erwartet Sie. Alles klar. Wegtreten, Jungs. Ich regel das. Ein weiterer Comic. Da will ich doch mal reingucken. Ist sogar ein Comic-Stil, der mir gefallen könnte. Finde ich sehr geil. Stürzt mich jetzt in den Tod. Ah! Sind wir nicht durch diese Tür hier? Ach, nach oben. Sir. Sinclair wartet schon. Ja, ja. Wo ist er denn? Puls fallt. Wir brauchen sofort Sanitäter am Boden. Sinclair. Ach, der ist draußen. Außerhalb des Gebäudes. Lucas. Errichten Sie Blockaden auf allen Orten. Ah, ist er ja. Die Überwachung muss sofort laufen. Lucas, komm an Bord. Adrenalin aufheben. Wie lange braucht der Sanitäter? Lucas, komm mit. Etwa 10 Minuten. Komm mal, nehme ich nicht so rum, Kommandant. Gut, gut, gut. Ich bin mal gespannt, ob es im Spiel noch irgendwie einen Twist gibt, von wegen so, ja, eigentlich sind die Menschen die Bösen oder irgendwie wurden wir die ganze Zeit nur benutzt vom Militär. Who knows? Weil aktuell wirkt die Story noch leider ziemlich flach und bäh. Aber mal sehen, ob sich das vielleicht ändert. Ich wusste immer, dass so etwas passieren wird. Ein Angriff auf unserem Boden. Wir müssen jetzt endlich handeln. Verstehst du? Ja, Sir. Sir, die Übertragung Bürger läuft. Von Vector. Es wurde bestätigt, es ist die Black Hand. Heute ist der erste Tag eurer Buße. Vor 30 Jahren fiel unsere Heimat einer Welle vektanischer Gerechtigkeit zum Opfer. Blanco Tyrant! Her mit ihm! Wir sind dran, Sir! Wir sind die Black Hand! Gestellt in den Feuern Helgans! Und das... Ich sagte Ihnen, das ist Krieg! Sie wollten Zeit schinden. Wir hätten sie überrollen sollen, statt ihnen eine Chance zu geben. Es ist Ihre Schuld. Sir, ungewöhnliche Aktivität am Flyrail-System. Gibt's Live-Bilder? Sie nutzen die Züge als Sprengkörper. Schnell zum Depot. Wir halten sie auf. Umleiten. 5, 4, 9, 6, 7, 1. Wir haben 3 entführte Transporter. Mehrere Wärmesignaturen. Da sind Zivilisten drin. Geh runter und stoppe die Züge. Los, los! Wie aggro der ist. Ich reiß dir das Herz auf. Du hältst die Schnauze. Ich stehe auf dem Gleis und bekomme direkt einen Zug ins Gesicht. Ah, oh, geilo. Alter Schwede. Jetzt schnell. Das heißt, wenn sie rot aufleuchtet, besser nicht drüber laufen. Oh Gott, da kommt er schon. Habe ich überhaupt richtig? Ich denke schon, ja. Oh Mann. Aber wie der mit uns geredet hat. Es ist Krieg. Wir müssen bereit sein. What, 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 what? Wait, 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 what? Da. Ich habe deinen roten Äugler nicht gesehen. Es tut mir leid. War da noch irgendwo einer?
Dahin. Bin halt bös gefickt, wenn ich jetzt hier runtergehe und dann zukommt. Aber die klügste Methode ist, hier runterzugehen. Bevor mich nochmal so ein Zug erwischt. Muss ich sagen, habe ich keine Lust drauf. Das alles nochmal machen zu müssen. Okay, da rüber. Halt dein Maul. Bam, bam. Geilo. Oh, ich habe immer noch Adrenalin. Double kill. Wir haben ein Ziel vorbei. Ah, hier. Zentrale 1-8. Zug gesichert. Feinde ausgeschaltet. Verstanden. Bleiben Sie dran. Negativ, wir haben keine Zeit zu verlieren. Identifizieren Sie sich. Hier ist Sinclair. Kill, bist du das? Ich höre. Die Lage ist weiter gefährlich. Sie sind überall im Bahnhof. Kämpf dich durch. Sie dürfen nicht die Kontrolle erlangen. Verstanden. Was ist mit den Kreuzern? Okay. Gewinnen wir die Kontrolle. Bringen Sie die Züge wieder unter Kontrolle. Alles klar. Boah. Was ist der? Von draußen. Da ist Drohne. Wo ist sie? Gut, dass man die Scheiben zerstören kann. Okay, muss ich wieder raus. Nice. Wie war's wo? Okay, ich muss nach vorne. Das heißt, ich muss erstmal wieder auf die andere Seite. Damit ich mich über diese Barrikade bewegen kann, wie es aussieht. Aber wie komme ich denn auf die andere Seite? Hä? Hab ich noch gehört. Wo ist er denn? Oder kann ich über den Zug? Nee, das macht keinen Sinn. Ich reiß dir das Herz raus. Ah, da. Dreckiger Bastard. Ich muss weiter nach oben, aber... Sinne. Ach schon. Gibt's hier eine Leiter? Hier. Ich... Oh. Hab dich gesehen. Deinen Kollegen auch.
Gott, warum stirbst du nicht? Meine Fresse. Oh nein, jetzt muss ich wieder hier rüber, wo die Züge fahren, oder? Nee, kann gar nicht, da ist ein Zug. Ja. Und einmal rüber. Perfekt. So. Okay, ich muss nach oben. Und dann über den Zug drüber, wie es aussieht. Jawohl. Kann ich durch diese Barrikade? Ne, ich muss hier rein. Moin. So, für die Waffe geht mir langsam die Munition aus, aber für die andere habe ich noch genug, deswegen wechsle ich mal. Hat die nicht ein Altfeuer? Das sind so Granaten, glaube ich, ne? Ah, hier. Hacking! Hacke den Speck. Zug gesichert. Wir haben hier viele zivile Opfer. Der dritte Zug erreicht die untere Platte. Wow! Ich sehe nichts. Geil, die haben den Zug gesprengt. Verdammt. Kann man nachladen, Bastard. Leiter benutzen? Eine Leiter. Ach, hier. Okay, keiner mehr da. Wow. Da ist irgendwo ein Scharfschütze. Ich weiß nicht wo. Ich werde da mal nach oben. Da habe ich eine bessere Übersicht. Ich habe aber die ganze Zeit Schaden reingedrückt. Da ist er. Jawohl, ja. Jetzt überlege ich gerade, ich muss nach oben, also ganz nach oben, damit ich hier rüber kann, oder? Aber hier hört der Weg irgendwie auf, oder muss ich über die Schienen laufen? Nee, ich muss zu diesem Zug da unten, okay. Dann. Du Kacke. Die sind echt schnell. Weiß nicht, ob jetzt noch einer kommt, aber ich glaube nicht. Oh doch. Gerade. Gerade wollte ich. Okay, der Zug ist da unten. Ich kann mich auch hier runterfallen lassen. Ich denke mal, das, ja. Nimmt nicht so viel Schaden. What? Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, dass da noch ein Zug kommt gerade. Okay, nochmal darüber. Zum Glück wurde hier gespeichert. Diesen Zügen ist so fies. Warum kann hier denn ein Zug? Ne, hier bin ich. Ach, wo mit dir? Hier bin ich irgendwie falsch.
Der Zug ist nochmal eine Ebene weiter unter mir. Ah, okay, ich sehe den Eingang. Muss nur kurz warten. Jetzt. Jetzt kann ich hier runter. Perfekt. Aha! Ich bin drin! Geilon. Ah! Oh, Restblei! Okay, Altfeuer. Na geil. Öffnen Sie die Tür. Oh, Scheiße. Ich bin im letzten Waggon. Überall Sprengsätze. Hacke. Was jetzt? Die Bombe ist in Reihe geschaltet. Keine Zeit zum Entschärfen. Ja, und jetzt? Was nun? Okay, also scheißegal. Ja. Macht ja auch Sinn, dass das denn ihr Ziel ist, eine große Station in die Luft zu sprengen. Wir müssen den Zug irgendwie zum Abstürzen bringen oder sonst irgendwas tun. Oder ihn hochheben, was weiß ich. Hunderte Zivilisten stecken dort fest. Wir müssen den Zug von den Gleisen schießen. Nimm die Minigun, los! Oh, yeah, geil. Gib mir das Ding. Ziel auf den Antrieb. Auf die Kabelaufhängung. Der Zug darf den Bahnhof nicht erreichen. Ich kann das letzte nicht anvisieren, weil irgendwas im Weg ist. Okay, war's das? Ah, oh, eine Minigun, wie geil, oh. So was mag ich in den Spielen. Also in Shootern besonders, wenn man irgendwie eine richtig dicke Wummel kriegt und damit Spaß haben kann. Aber die ganze Zeit finde ich halt auch nicht geil, weil dann fühlt man sich halt so als übermächtiger Badass. Wir haben ein Signal. Er ist hier in Westvector. Wir konnten ihn bislang nie sicher orten. Tech Ops sind unterwegs. Lifte sind deaktiviert. Wir evakuieren die unteren Ebenen. Tyron wurde in den oberen Ebenen gesichtet. Geh da rein und befrei mit dem Bodenteam die Geiseln. Unter uns. Tyron hat Priorität. Ist das klar? Ich will Tyrons Kopf, Lukas. Aufgespießt. Verdächtige haben sich im Raum unter uns verschanzt. Auf ihren Befehl steigen wir über das Dachfenster beim Pool ein. Wir können okay. Jetzt durchbrechen oder an einem anderen Punkt. Sie entscheiden, Sir. Hat mir gerade gesagt, dass ich freie Entscheidungsmöglichkeit habe, wie ich diese Mission angehe? Geilo. 4C. C4. Andersrum. Okay, was haben wir denn da? Die Valk. Das ist eine Schrotflinte. Die nehme ich mal. Das ist eine andere Knarre. Ah, okay. Mit sogar Schalldämpfer. Sehr cool. Vor allem dieses, ja, die Geiseln haben irgendwie gefühlt nicht so eine hohe Priorität, sondern nur dieser Dude. Geisel. Huch. Oh nein, ich bin tot.
Ich habe keine Heilung mehr. Was ein Problem. Ich habe auch gar keine Heilung mehr bekommen jetzt zum Anfang der Mission. Verdächtige haben sich im Raum unter uns verschanzt. Auf ihren Befehl steigen wir über das Dachfenster beim Pool ein. Wir können jetzt durchbrechen oder an einem anderen Punkt. Sie entscheiden, Sir. Achtung! Dachfenster? Ist noch ein anderen Weg? Hier mit. Durchgeschmort. Ich finde nicht, dass es so viele Ausweichmöglichkeiten gibt, hier runterzukommen. Wir wurden entdeckt! Einsatzteam bereit zum Angriff! Los, los, los! Ziele überprüfen! Darunter sind auch Geiseln! Ah, hier hätte ich runtergekonnt wahrscheinlich, ne? Ja. Aber zumindest helfen mir meine Kumpanen ein bisschen. Ein Dossier. So, die werden erledigt. Wow. Muss aber wie gesagt ein bisschen aufpassen, weil ich keine Heilung mehr habe. Was ist mit den Geiseln? Geisel losbinden. Er sieht nicht aus, als wäre er festgebunden. Wir haben keine Zeit mehr. Hat doch jetzt. Ich dachte schon, hä, der hat doch da gar nichts. Wir müssen sie holen. Ja, ja, ich bin dabei. Kann ich dir eine Waffe geben? Ich hab leider keine für dich. Da liegen genug rum, such dir eine. Okay, wieder in den Raum hier. Auf den Boden! Auf den Boden! Ach, meine Kumpanen können auch sterben, okay. Die sind nicht unsterblich. Hier sind die Geiseln. Helfen Sie mir! Sie haben meine Frau verschleppt! Ach, was haben Sie doch immer? Helfen Sie den anderen! Hilfe! Ja, ja. Hilfe! Okay, eine weitere Geisel ist irgendwie weiter oben. Wie, was, wo? Da oben. Schönes Zerstörungsmassaker, so wie im Battlefield, dass man die Scheiben zerstören kann und alles weitere. Finde ich sehr geil. Kann man die Deckung der Gegner einfach zerstören. Okay, wir müssen... Adrenalin! Wir müssen weiter nach oben. Hier ist nichts weiter. Okay, hier sind wir richtig. Da rein. Bereit! Durchbrechen! Los! Ich habe den Uplink lokalisiert. Tyron ist nicht hier. Adrenalin aufheben. Da drin sind Geiseln. Vorsichtig, Feuer. So, das ist die Frau. Bitten Sie mich los. Sie kommt zurück. Egal, was Ihr Auftrag ist, bringen Sie mich hier raus!
Zentrale, Zulu 2-1. Alle Geiseln sicher dank Shadow 1-8. Ende. Roger, Zulu 2-1. Gute Arbeit, Leute. Was ist denn mit ihm los? Er dreht vollkommen durch. Er weiß gar nicht, wohin mit sich. So, hä? Wie? Was? Wo? Da lang soll ich gehen. Okay. Callan, Tyron bewegt sich. Wir empfangen telemetrische Daten. Laut Scan sind sie so. Oh, scheiße. Wir seilen uns vom Balkon ab. Dann los! Roger, 1-8. Dranbleiben. Vorrücken und berichten. Den haben sie getötet. Wow. Oh, noch mehr. Könnte sein, dass das schon alle waren. Bin mir nicht sicher, aber die Drohne registriert anscheinend nichts mehr. Ja, sieht gut aus. So. Abseilen. Damn. Was hat er gerade gesagt? Ja. So einfach töten Sie mich nicht. Au! Bastard! Behalten Sie es, Sie werden es brauchen! Du kleiner Wichsknödel. Na, warte. Ich hab ihn lokalisiert! Tyron! Er bewegt sich! Shadow 1-8, wir brauchen Tyron lebend. Hier ist Sinclair, Schluss damit. Da kommen auch noch ein paar austauschbare Soldaten mit mir. Hier durch! Aber ich würde sehr gut gelaunt sagen, in der nächsten Folge machen wir den Rest dieser Aktion. Und ich danke euch schon mal recht herzlich fürs Zusehen bei dieser Episode von Killzone Shadowfall. Das nächste Mal geht es darum, den Anführer dieses terroristischen Anschlags zu stellen. Und er will seinen Kopf, das heißt, wir werden ihn töten müssen. Ich meine, er hat uns ein Messer in die Brust gerammt, finde ich auch nicht so geil. So beim ersten Kennenlernen fragt man noch, hier, kann ich dich auf einen Kaffee einladen, lass uns mal reden und so, ne? Aber er halt direkt. Muss halt nicht sein, finde ich nicht so cool. Auf jeden Fall, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Killzone Shadowfall. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.